Ja, hallo. Als nächstes begrüßen wir Thomas Eichhorn, Geschäftsführer des Landesbetriebs Geoinformation Vermessung aus der Landeshauptstadt Hamburg. Er wird uns was zum Landesvermessungsamt und zu den Arbeiten hier erzählen. Und ja, kann starten. So. Ja, herzlich willkommen. Ja, ich möchte heute mal einen kleinen Einblick geben in unsere kurze Geschichte von Open Data und Open Source. Und der Titel möchte ich nur auf das letzte Zeichen hinweisen. Eine Erfolgsstrategie, es ist keine Frage, keine These und auch kein Forschungsprojekt, sondern es ist eine Tatsache. Für uns ist es eine Erfolgsstrategie, deswegen steht da auch das Ausrufezeichen dahinter. Und warum das so ist und wie wir da hingekommen sind, das werde ich Ihnen in den nächsten paar Minuten ja, mal darstellen. Ganz kurz, wo komme ich her? Es wurde schon ein paar Mal gesagt, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung. Wir sind in Hamburg die Geoinformationsbehörde sozusagen oder Dienststelle, die so die ganzen klassischen Aufgaben des staatlichen Vermessungswesens abdeckt. Also wir machen das ganze Liegenschaftskataster, wir machen die Grundstückswertermittlung, machen aber auch die ganz klassische Liegenschaftsvermessung, aber auch die ganze kommunale Vermessung, also auch sowas wie Elbtunnel und Brückenbauwerke, Brückenmessprogramme und solche Sachen. Wir sind insgesamt 400 Mitarbeitende. Und stellen uns auch immer neuen Aufgaben. Und so also ein bisschen auf der rechten Seite sehen Sie auch dieses Management urbaner Daten. Und da steht Geo auch schon in Klammern, weil wir uns schon als zentrale Datendrehscheibe in Hamburg sehen. Und wir haben uns mal vor einigen Jahren mal verabschiedet von dieser ganz konsequenten Benutzung des Namens Geodaten oder dieses Begriffes. In der Stadt haben wir Fragestellungen, die eben nicht nur geobezogen sind und diese ewige Diskussion, ich habe keine Geodaten, ich habe nur Excel-Tabellen, die wollten wir uns einfach jetzt irgendwann mal sparen und sagen, wir reden hier von urbanen Daten und das ist eigentlich völlig egal, ob die über eine Adresse koordiniert sind oder über irgendeine, ich sag mal, Gebietseinheit oder auch vielleicht nur mal Finanzdaten sind, die man an Geodaten dranhängen muss. So, das war so unsere Zeitreise. Der rote Strich markiert eigentlich so den Eintritt in die Open Source, ich sag mal, Welt. Verbunden natürlich auch das, mit einer gesetzlichen Regelung. Es steht hier so nur auf die Straße gedruckt, Transparenzgesetz. Das hat jetzt erstmal nicht unbedingt was mit Technik zu tun, sondern das war wirklich ein Gesetz, das Hamburg gemacht hat, um dort zu regeln, dass alle Daten in Hamburg, die nicht durch ein anderes Gesetz geschützt sind, frei zugänglich zu machen sind. Und das war natürlich ein Turbolader für das ganze Datenmanagement in Hamburg. Und dem mussten wir uns natürlich auch technologisch stellen. Angefangen haben wir mal mit dieser ganzen Geo-Software natürlich im proprietären Bereich. Open-Source-Software war damals also natürlich vorhanden, aber eher so auch im Jugendforschbereich, sage ich jetzt mal, also richtig professionelle Anwendungen waren schwierig zu machen. Aber wir haben damals auch schon immer die Chance gesehen, dass wir in Kooperation arbeiten. Wir haben damals so ein Geo-Server-Projekt, hieß das, gemacht mit einem größeren Firmenkonsortium. 4 Firmen haben das gemacht, aber wir haben auch schon immer von Anfang an mit unseren Nachbarn zusammengearbeitet. Dies war ein Projekt, was wir mit Schleswig-Holstein gemacht haben, völlig basierend auf kommerzieller Software. Und der erste, sag mal, der erste wirkliche Erfolgsstory, da beginnt eigentlich so für uns die Erfolgsstory beim Einsatz von Open Source. Sie sehen das kleine Hamburg dort in der Mitte. Und wenn Sie das ganze Gebiet sehen, dann reden wir dort von der Metropolregion Hamburg. Und die Metropolregion Hamburg unterscheidet sich eben von vielen anderen Metropolregionen in Deutschland, weil viele Metropolregionen ja innerhalb eines Bundeslandes sich befinden. Und da natürlich Landesrecht zumindest gleich ist, hier haben wir auch noch mit drei verschiedenen Bundesländern zu tun. Und Hamburg ist schon immer, seitdem es Hamburg gibt, darauf angewiesen, ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn zu haben. Und das wollen wir auch weiterhin. Und es gibt schon seit ewigen Zeiten verschiedene Arbeitsgruppen und Arbeitsgemeinschaften, wo man sich über gemeinsame Siedlungspolitik austauscht, über Verkehrsthematiken, über Biodiversität und so weiter. Und da werden viele Absprachen auch getroffen. Aber was es da noch nicht gab, ist eben eine Kooperation zum Thema Geodaten. Und so haben wir damals angefangen, so eine Geodateninfrastruktur für die Metropolregion Hamburg aufzubauen.
Und da ist natürlich klar, innerhalb dieser, das sind sozusagen die Kreise, die Sie sehen, und innerhalb der Kreise sind natürlich noch unzählige Kommunen. Ich glaube, 1100 Kommunen sind hier in dieser Metropolregion abgebildet. Und natürlich kann man die nicht alle irgendwie mit einer Software versorgen, und lizenztechnisch ist das sowieso alles ein Riesenproblem. Man kann auch keinen zwingen, bestimmte Lizenzen zu kaufen, und da war eigentlich nur die Lösung, für so interkommunale Zusammenarbeit auf Open Source zu setzen. Wir haben damals angefangen mit einem ganz schicken IGO Portal von Degree, wo man auch hier sehen kann, so oben 1000 Knöpfe, musste man alles immer selber erstmal wissen, was sich hinter welchem Knopf verbirgt, und also Usability war nicht so, dass es massentauglich war, sondern es war natürlich alles ein bisschen expertenlastig. Aber so die ersten Anwendungen waren dann wirklich das ganze Planrecht, also alle Bebauungspläne von dieser ganzen Region zur Verfügung zu stellen. War ein Riesenerfolg, und mit dieser Open-Source-Lösung konnten wir sozusagen auch alle einbinden, und alle waren in der Lage, an diesem Projekt teilzunehmen. So, dann sind wir weiter. Ich will jetzt nicht immer die Gründe nennen, warum jetzt eine Software, ich sag mal, beerdigt wurde und wir wieder mit einer anderen gestartet sind. Da gab es immer viele Gründe, viele Abwägungen und technologische Weiterentwicklung, aber das soll nun mal unseren Weg zeigen. Wir haben dann mal auf Mapbender eine Zeit lang gesetzt, wo wir bestimmte Anwendungen gebaut haben in Hamburg. Mein Kollege Dirk Rohmoser, der wird nachher noch Vortrag auch zum Masterportal halten, der müsste jetzt eigentlich ein bisschen schmunzeln, weil das Rechte des Artenkataster von Hamburg hat er selber mit verantwortet, haben dort auch natürlich mit der Werkgruppe eng zusammengearbeitet und haben, wie Sie hier sehen, so verschiedene Fachportale mit der Mapbender-Software erstellt. Und auch da war das natürlich sehr erfolgreich, und es wurden auch immer mehr. Bis wir dann, ich sag mal, zu der Open Layer Software übergegangen sind, weil wir dort das erste Mal, ich sag mal, den Auftrag hatten, wirklich in so ein Konsumergeschäft einzusteigen. Also das alles waren ja, sag ich mal, was wir bis jetzt gemacht haben, so Fachanwendungen für Planer, für Grünmenschen, für Verkehrsplaner oder so. Die kennen sich alle irgendwie ein bisschen mit Geodaten aus, und denen konnte man diese Clients zumuten. Aber jetzt so einen ganz normalen HVV Benutzer, der jeden Tag eigentlich irgendwie von A nach B möchte, oder auch ein Tourist, der nach Hamburg kommt, der auch Karteninformationen braucht, wenn er sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Hamburg bewegt. Das war unsere allererste große, ich sag mal, Challenge, so in so einem Konsumermarkt, also wirklich so mit Massendaten zu arbeiten. Da muss natürlich die Oberfläche toll sein. Und da muss aber auch das Backend natürlich in der Lage sein, diese ganzen Anfragen zu beantworten. Und natürlich sehen Sie hier auch, mobil muss es sein. Es muss sich in andere Internetauftritte integrieren lassen. Und deswegen haben wir damals auf Open Source gesetzt. Hier kann man noch mal ein paar weitere Dinge sehen, die wir mit Open Layers gemacht haben. Sie können sehen, es sind immer mehr und mehr Anwendungen entstanden. Und irgendwann war das natürlich auch für uns ein technisches Problem der Pflege. Wir hatten dann so, ich glaube, so um die 20 bis 25 Webanwendungen mit unterschiedlichen Open-Source-Frameworks, und haben uns dann gab es, ich sag mal so als triviales Beispiel, gab es einmal im Jahr gibt's eine neue Luftbildbefliegung, und dann mussten wir in 20 Portalen die neuen Luftbilder reinbasteln. Und da haben wir gesagt, wie soll das in 5 Jahren sein? Dann machen wir das in 100 Portalen, das geht eigentlich nicht. Und haben dann entschieden, dass wir auf ein Kernframework setzen. Wir haben das damals Masterportal genannt, was aus unterschiedlichen, ich sag mal, Open Source Frameworks besteht. Und das ist wirklich also eine sehr nachhaltige, für uns große Erfolgsstory, dass wir den Schritt gegangen sind. Hat viel Arbeit gemacht, viel gekostet, auch an Personalressourcen. Aber wir können damit fast jede Anwendung, die aus anderen Dienststellen an uns herangetragen wird, bedienen. Ja, warum haben wir das gemacht? Ich sagte es bereits, wir brauchten irgendwie so einen Kern, wo wir so automatisiert irgendwie andere Anwendungen ableiten können. Und dann eben auch, und das komme ich wieder auf diesen Open-Source-Gedanken zurück, dass wir dann nicht jedes Mal auch wieder in Lizenzfragestellung kommen, wenn irgendwie die Behörde für Soziales und Sport auf uns zukommt und sagt, wir wollen irgendeine Anwendung haben zum Active City Hamburg, dann müssen wir schnell in der Lage sein, sowohl technisch, aber auch rechtlich abgesichert sozusagen solche Anwendungen bereitzustellen. Deswegen haben wir mit diesem Masterportal
uns entschieden, unsere ganzen Anwendungen zu kreieren. Man kann es uns sehen, 75 solcher Webanwendungen laufen zurzeit in Hamburg, die wir gebaut haben für andere Dienststellen, ein paar auch für uns selber, aber ich sag mal 95% sind für andere Dienststellen. Und wir haben von Anfang an immer auf Kooperation gesetzt. Wenn Sie jetzt hier die Menschen durchzählen auf dem Bild und die Gründungsmitglieder sehen, dann stimmt das nicht. Ich bin sozusagen der Überflüssige in diesem, auf diesem Bild, weil dort in der Mitte, das war sozusagen der offizielle Hamburg-Vertreter, das war mein Vorgänger, Geschäftsführer Rolf-Werner Welzel. Und wir haben durch eine gute Kooperation und schon eine langjährige gute Zusammenarbeit im Deutschen Städtetag München, Frankfurt, Remscheid, Hamburg und Schwerin, die das in Kooperation mit dem Landkreis Ludwigslust gemacht haben, davon begeistern und überzeugen können, so eine Implementierungspartnerschaft zu gründen und haben gesagt, so, wir arbeiten mit Open Source, also so eine Implementierungspartnerschaft, die ist sozusagen auch lizenzunabhängig, sondern wir müssen uns nur auf unsere Zusammenarbeitsregeln einigen und haben keine Ausschreibungsprobleme, keine Vergabeprobleme und auch keine rechtlichen Lizenzprobleme. Und in einer Fachkommissionssitzung wurde das gegründet. Und so sieht die Welt heute aus. Das sind nur die uns bekannten Implementierungspartner, die dieser Partnerschaft beigetreten sind. Das ist natürlich eine ganz freie Open-Source-Software. Und ich vermute, die Dunkelziffer, dass andere noch dieses Masterportal benutzen, ist noch wesentlich größer. Was aber jetzt nichts Negatives heißen soll, sondern wir wollen auch, dass alle Menschen, die Bedarf haben an dieser Open-Source-Software, die benutzen. Die müssen nicht unbedingt in diese Partnerschaft eintreten, aber im Moment sind wir 46 Implementierungspartner, die gemeinsam dieses Produkt weiterentwickeln. Und ich sag mal, das ist jetzt auch so eine Größe, wo man auch wirklich sagen kann, dass es eine nachhaltige Pflege ist, gesichert. Ja, alle haben ein großes Interesse, dass die Bibliotheken aktuell bleiben, dass neue Features dazukommen und man regt sich auch gegenseitig an, neue Features zu benutzen und zu erstellen, weil natürlich in allen Städten oder in allen Ländern oder Kommunen oder Gebietskörperschaften natürlich andere Anforderungen sind. Jeder hat eine unterschiedliche Geschwindigkeit, jeder hat andere fachliche Schwerpunkte und das befruchtet uns sehr stark und deswegen sind seit der Gründung schon gemeinsam irgendwie 50 neue Features entstanden, die von den unterschiedlichen Mitgliedern programmiert worden sind und dann in einem zentralen Quellcode wieder bereitgestellt wurden. Aber dazu, wie da die Technik funktioniert, ist ein extra Vortrag während dieser FOSCIS, wo mein Kollege Herr Rohrmoser Ihnen da nochmal nähere Einblicke geben kann. Aber nicht nur Geoportal-Software ist für uns ein Ausgangspunkt für Erfolgsstory Open Source. Sie wissen selber, das schönste Portal nützt nichts, wenn es nur 3-4 Daten da drin gibt. Und deswegen, ich sagte es vorhin bereits, mit dem Transparenzgesetz in Hamburg ist natürlich ein großer Boost entstanden, um Daten bereitzustellen. Und auch da brauchten wir wieder Lösungen, wo wir komplexe Datenbestände standardkonform bereitstellen und diese in diesem Open-Source-Portal zur Verfügung stellen. Aber unten drunter, ich sag mal, diese Datenplattform, da haben wir auch von Anfang an auf Open-Source gesetzt und dieses Masterportal ist sozusagen ein Baustein für unsere Digitalstrategie in Hamburg. Viele sagen auch Smart City, wir haben in Hamburg diesen Begriff jetzt offiziell nicht, sondern wir bei uns heißt das Digital, also Strategie Digitale Stadt Hamburg. Und auch da ist dieses Masterportal sozusagen ein wichtiger Baustein. Und unten drunter natürlich die Urban Data Plattform. Es gab sogar eine Expertenanhörung. Es hat uns sehr geehrt. Es gab eine Expertenanhörung im Deutschen Bundestag, wo Frau Professor Gesa Ziemer angehört wurde, was man so für Bausteine und Lösungen für Smart City Lösungen braucht. Und da kann man in der Veröffentlichung des Bundestags auch lesen, dass also beispielsweise das Masterportal ein sehr geeigneter Baustein ist, um Smart-City-Lösungen in den Städten zu unterstützen, was natürlich jetzt uns sehr gefreut hat, dass man eben auch mit solchen Open-Source-Lösungen wirklich in solcher Ebene auch wirksam werden kann. Das ist hier so eine kleine Bibliothek, ist Übersicht. Da sind natürlich noch technologisch viel, viel mehr Bibliotheken dahinter, die wir benutzen. Aber wir setzen natürlich auch auf altbekannte Bibliotheken, die Sie alle kennen und die Sie ja auch benutzen. Ich habe es vorhin gesagt, unter dem Portal braucht man eine gute Datenplattform.
Auch da haben wir uns bestimmte Capabilities gegeben, wo wir gesagt haben, wir müssen ein paar Rahmenbedingungen schaffen, um das Datenmanagement zu ermöglichen. Und Standardisierung ist natürlich ein großes Thema dabei. Und so ist ein ganz grober Überblick. Und warum sage ich das? Weil, Sie werden es gleich sehen, auch diese Datenplattform aus ganz vielen Open-Source-Komponenten besteht. Also wir haben auch da ganz konsequent wieder versucht, Open-Source-Lösungen als Bausteine für diese Urban-Data-Plattform zu benutzen. Wir haben, unser Ansatz ist dort sozusagen die ganzen Fachsilos, die Sie sehen, hinter jedem dieser Kacheln stecken x IT-Systeme, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, zu Badegewässern, zu Ladestationen oder überhaupt zu Verkehrsthemen. Und die wollen wir alle über eine Middleware sozusagen, über eine Datenschnittstelle verbinden und dann obendrauf irgendwie in der Consumer-Schicht zu sagen, wir stellen standardisiert Daten bereit. Das hier ist auch ein Stack sozusagen von Open-Source-Software in dieser Urban-Data-Plattform. Und wir haben ja gesagt, Erfolgsstory kann man auch beweisen. An diesem Dashboard können wir sehen, wie diese, Open-Source-Datenplattform benutzt wird. Man kann es hier in der Mitte, hinten vielleicht nicht, aber sehen, 2022 haben wir 1,2 Milliarden Datenaufrufe auf der Datenplattform gehabt. Das ist in 23 ein bisschen runtergegangen, weil wir ein paar Daten ersetzt haben durch einen Dienst des Bundes, das ist basemap.de, und deswegen liefern wir dann nur noch Daten und benutzen den Dienst nicht mehr. Ja, unsere Grundprinzipien sind natürlich das Auffindbarmachen von Daten, also das ganze Metadatenthema ist uns sehr wichtig, auch wenn es oft ein leidiges Thema ist, aber wir halten das ganz konsequent durch. Die Verfügbarmachung, die Interoperabilität und den Mehrfachnutzen. Wir wollen Dinge machen für eine Zukunft, die wir noch gar nicht kennen, und unsere Daten auch so aufbereiten, dass wir in der Zukunft mit denen gut arbeiten können. Was ich noch sagen möchte, ist natürlich neben dem Aspekt, dass wir selber Open Source benutzen, selber auch programmieren, unterstützen wir natürlich auch diese Open Source Community. Wir geben auch vielen anderen Firmen, die im Open-Source-Bereich arbeiten, Aufträge. Wir beteiligen uns auch an anderen, wo wir jetzt nicht unbedingt immer die Federführer sind, an anderen Open-Source-Projekten und haben ein ganz klares Statement zu offenen Standards. Aber, und das möchte ich auch sagen, dass das nicht in den falschen Hals kommt, wir im LGV sind jetzt nicht so, dass wir ausschließlich mit Open-Source-Software arbeiten, sondern wir arbeiten natürlich auch mit proprietärer Software, auch sehr erfolgreich, und ist auch eine Erfolgsstory, aber das war jetzt ja nicht heute das Thema. Für uns ist die Konsequenz aus diesem Ganzen, dass sich auf jeden Fall Partnerschaft lohnt und dass wir sehr gerne, auch in so einem Konsortium oder in so einem Rahmen wie der Foskis davon berichten und auch hier mit Partnern gerne zusammenarbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und ich weiß nicht, wie das mit Fragen ist, ob das zugelassen ist. Wenn die nicht, kommen noch, ja. Ist auch im Nachgang gerne irgendwie per E-Mail oder per anderen Kanäle die Möglichkeit, irgendwas nachzufragen. Ja, danke Thomas für den informativen Vortrag. Es gibt Fragen, genau. Ich hatte ganz vergessen, vorher noch zu sagen, an jedem Hörsaal hängen am Rand diese Zettel mit QR-Codes. Wenn möglich, die Fragen bitte direkt schon während des Vortrags online stellen, dann können wir die hier zentral lesen. Dann erspart uns, durch den Hörsaal zu laufen, weil wir müssen immer Mikrofone mitgeben, damit die Online-Teilnehmer das auch zu Hause oder im Büro hören können. Bitte nicht einfach so reinreden, sondern wirklich aufs Mikrofon dann warten. Eine Frage gibt es nämlich hier schon. Erstens, wie organisiert ihr die Versionsverwaltung im Masterportal mit so vielen Partnern? Und werden alle lokalen Features, die irgendwo in den Kommunen entwickelt werden, zurücksynchronisiert in den Kern? Und genau, wie macht man das mit den ganzen Partnern in der Versionsversammlung? Also ja, wir haben natürlich, war auf einer Folie auch kurz zu sehen, wir haben uns natürlich auch, es gehört dann irgendwie doch dazu, so eine kleine Organisationsstruktur geben müssen. Wir haben so ein strategisches Komitee und ein technisches Komitee. Und wir haben im Grunde so ein digital gemanagtes
To-Do-Board, also ein Jira-Board ist das, wo wir sozusagen Wünsche aufschreiben, wo wir die Wünsche dann sozusagen, ich sag mal, markieren, die in der Umsetzung sind und welche, die jetzt auch, von wem die auch bezahlt werden, von wem sie umgesetzt werden. Also das wird sozusagen alles gemeinschaftlich verhandelt in diesem strategischen Komitee. Und auf die Frage, ob alles zurückgespielt wird, da kann ich sagen, nein. Da ist auch absichtlich so ein Konzept dahinter, dass wir nicht jedes Feature sozusagen in den Hauptquellcode zurückspielen, sondern dass auch jeder Implementierungspartner natürlich seine eigenen Add-ons entwickeln kann, die anbietet zum Nachnutzen an andere, aber nicht unbedingt alle in diesen zentralen Quellcode kommen. Aber wir versuchen natürlich über diese Add-ons, die sozusagen bei den Mitgliedern nicht, also außerhalb des Hauptcodes sind, irgendwie Transparenz zu schaffen, damit man weiß, in der Stadt München gibt es vielleicht auch noch die und die Features und dann kann man vielleicht auch direkt mit den Partnern Kontakt aufnehmen und sagen, ich möchte das nachnutzen. Okay, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum, die wir noch mit reinnehmen können? Ich kann schlecht ja, nach oben gucken. Es gibt noch eine. Ja, ist noch eine Frage hier reingekommen? Und da oben gibt es auch noch eine, dann wo? Hier. Ja. Okay, willst du? Okay. Ich kann ja die andere Frage schon mal stellen. Unter welchen konkreten Open-Source-Lizenzen steht das Portal, Master-Portal? Jetzt brauche ich Hilfe. Die MIT-Lizenz, ja. Und warum die Lizenz genutzt wurde? Wir haben uns damals verschiedene Lizenzen angeschaut, haben uns dann für die MIT-Lizenz entschieden, weil sie halt sehr offen ist, sehr frei und den Nachnutzern eigentlich alle Möglichkeiten bietet, dieses Tool nach eigenem Ermessen einzusetzen. Okay, dann. Ja. Wir haben diese 1,2 Milliarden Aufrufe gesehen. Auf wie viele Dienste verteilt sich da der Großteil so ungefähr? Ist das ein herausragender Dienst oder ist das so ein Dutzend? Ich habe den Anfang nicht verstanden. War akustisch schlecht, ne? Wie viele Dienste? Ja, auf wie viele Dienste ungefähr verteilt sich das? Wie viele Dienste wir bereitstellen, das steht. Nein, die Anzahl der Aufrufe, die Großzahl der Anrufe, ist das eine relativ breite Anzahl an Diensten oder ist das ein Dienst, der da rausragt? Nee, naja, also einmal ist diese ganze Hintergrundkartendienst, das ist natürlich einer, der, sag mal, ja immer bei jedem Fachthema mitläuft. Das ist der Hauptausschlaggebende. Aber wenn man den rausnimmt, dann wechselt das schon auch immer mal. Also es gibt manchmal so Dienste, wo die Stadt selber irgendeine Kampagne macht, so Active City. Oder wenn jetzt neuer Schulbeginn ist oder Vorschulbeginn, dann ist da so ein Schulrouting-Service, der dann hochploppt, weil es da irgendwie dann darum geht, wer darf in welche Grundschule, wer hat da welchen Schulweg und so. Also das wechselt schon immer mal, aber es gibt natürlich ein paar, die so, man kann da hier in diesem Dashboard da oben, da können Sie selber auch gucken, da gibt es immer so einen Dienst des Monats, sage ich jetzt mal, der da der Beste ist. Und insgesamt Dienste, glaube ich, haben wir so 600 oder sowas, sind da, glaube ich, jetzt verfügbar, ungefähr. Gut. Zwei ganz kurze Fragen noch. Eine wird hier noch gestellt. Nutzt ihr OpenStreetMap? Ich glaube, für die Metropolregionsanwendung ja. Aber wir nutzen es jetzt nicht, um irgendwie Geodaten zu erfassen oder sowas, sondern wir nutzen es auch als Hintergrundkarte zum Teil. Aber jetzt, und dann kann man, ist vielleicht auch eine Info für alle, es gibt ja jetzt diese von der Vermessungsverwaltung der Länder, diese basemap.de. Da gibt es ja so ein Projekt Smart Mapping, wo man eben versucht, aus den amtlichen Daten auch so eine Webkarte abzuleiten. Und die ist dann auch deutschlandweit verfügbar. Das löst auch so diesen Webatlas ab. Und da setzen wir eigentlich jetzt noch eher drauf. Aber wir haben jetzt nichts, also wir sind jetzt keine Verweigerer von OpenStreetMap. Wir nutzen das da, wo wir es brauchen auch, ja. Okay, super. Vielen Dank.